Das war der zweite Satz des Streichquartetts in D-Moll von Schubert. Genauer gesagt, das Ende der fünften Variation. Das Streichquartett heißt stellvertretend auch Der Tod und das Mädchen. Warum der Tod hier so positiv erscheint und was das mit Schuberts Krankheit zu tun hat, das erklären Ben und ich euch jetzt. Das Streichquartett wurde 1824 von Franz Schubert komponiert. Es fällt somit zeitlich als auch thematisch in die Epoche der Romantik, dessen Themen zum einen das Jenseits, Mythen und Sagen sind und zum anderen die Betonung des Gefühls im Vordergrund steht. Franz Schubert ist 1797 geboren und 1828 gestorben. Bereits im Jugendalter komponierte Schubert eifrig Symphonien, bis er 1819 größere Aufmerksamkeit erlang. Neben Messen, Liedern und Klavierstücken komponierte er auch das Streichquartett in D-Moll. Dieses komponierte er nur 4 Jahre vor seinem Tod. Schubert hatte sich nämlich um 1823 mit Syphilis angesteckt, eine damals unheilbare Krankheit mit schwerem Krankheitsverlauf. Sie zog starke Stimmungsschwankungen mit sich und führte bei Schubert zu einer starken Depression. Somit spielten die Themen des Streichquartetts Tod und Grab eine sehr zentrale Rolle in seinen letzten Jahren. Die Atmosphäre des Streichquartetts wurde von dem 1817 komponierten Kunstlied Der Tod und das Mädchen geprägt. Dieses wiederum basiert auf dem gleichnamigen Gedicht von Matthias Claudius aus dem Jahr 1755. Das Kunstlied handelt von einem Dialog zwischen Mädchen und Tod. Im Vorspiel tritt zunächst der Tod auf, im Anschluss folgt die Reaktion des Mädchens. Das Mädchen wird durch die hohe Tonlage und den hektischen Rhythmus als aufgeregt und ängstlich dargestellt. Vorüber, ach vorüber, die wilde Knochenmann, ich bin noch jung. Der Tod hingegen redet in einer tiefen Lage beruhigend auf das Mädchen ein. Durch den kleinen Ambitus, das Pianissimo und das B-Dur wird der Tod als etwas Zartes, nicht Furchteinflößendes dargestellt und somit romantisch umgedeutet. Kommen wir nun zum Streichquartett. Wie bei allen Variationen gibt es als erstes auch hier ein Thema. Schubert verzichtet in der Streichquartettfassung auf eine Gegenüberstellung von Tod und Mädchen. Somit nimmt er im Thema nur das Vorspiel und den Gesang des Todes vom Kunstlied mit auf. Dazwischen verbindet er diese mit 8 neu komponierten Takten. Das Thema ist außerdem in G-Moll geschrieben. In den ersten 3 Variationen, welche alle in G-Moll komponiert sind, wandert der Rhythmus aus dem Thema, der sogenannte Pavanenrhythmus, durch die Stimmen. Er wird von Variation zu Variation immer weiter diminuiert, wodurch die Intensität im Laufe der 3 Variationen immer weiter steigt. Auch die Dynamik steigert sich über die 3 Variationen hinweg vom Pianissimo bis hin zum Fortissimo in der 3. Variation, dem vorläufigen Höhepunkt. Insgesamt wird das Thema umspielt, diminuiert und rhythmisch variiert, allerdings nie aus den Augen verloren. Die 4. Variation wird auch als G-Dur-Variation bezeichnet, da sie durch ihre plötzliche Änderung des Tongeschlechts von G-Moll nach G-Dur heraussticht. Des Weiteren gibt es eine rapide dynamische Veränderung vom Fortissimo ins Pianissimo. Somit wird die Spannung, die im Laufe der ersten 3 Variationen aufgebaut wird, ins Zarte umgekehrt. Aufgrund dessen kann man diese Charaktervariation auch als Porträt des Mädchens interpretieren, welches ansonsten im Streichquartett vernachlässigt wird. Die letzte Variation ist wiederum in G-Moll geschrieben, wie wir es aus den ersten 3 Variationen kennen. Es findet durch die 16-Rhythmik eine starke rhythmische Abgrenzung zur G-Dur-Variation statt. Des Weiteren ist ein klarer dynamischer Verlauf zu hören, der vom Fortissimo über die gesamte Variation ins Pianissimo leitet. Das Besondere an dieser Variation ist die Gegenüberstellung von Tod und Erlösung. Während sie sich zuerst wie ein erschöpfender Todeskampf anhört, schlägt sie irgendwann um und findet ihr Ende in einem G-Dur-Dreiklang, welcher als eine Art friedliche Erlösung interpretiert werden kann. Musik.
Halten wir also fest. Das Streichquartett stellt einen Gegensatz zwischen Leben und Tod, Jugend und Vergänglichkeit dar. Obwohl die Musik des Mädchens nicht so eindeutig wie im Kunstlied vorhanden ist, liegt hier dennoch eine authentische Atmosphäre von Angst und Flehen vor. Kommen wir also zu der Eingangsfrage, warum Schubert den Tod trotzdem als etwas Positives dargestellt hat. Durch seine unheilbare Krankheit beeinflusste seine Seelenlage sehr wahrscheinlich auch das Stück. Und da er sich lange Zeit mit dem Tod auseinandersetzen musste, geplagt von Verzweiflung und Depression, war für ihn der Tod letzten Endes auch wie eine Erlösung. So wird der Tod, auch trotz der Furcht, als etwas dargestellt, vor dem man keine Angst haben muss, unter anderem durch die Dur-Umdeutung. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Das Streichquartett von Schubert wurde 1824 komponiert, sodass es sich der Epoche der Romantik zuordnen lässt. Es basiert auf dem Kunstlied Der Tod und das Mädchen von 1817. Dieses stellt einen Dialog zwischen den beiden dar, wobei der Tod ins Positive umgedeutet wird. Im Thema des Streichquartetts nimmt Schubert das Vorspiel und den Gesang des Todes aus dem Kunstlied mit auf. Der Pavanrhythmus aus dem Thema wandert in den Variationen durch die Stimmen. Bis auf die vierte Variation ist alles in G-Moll geschrieben. Das Thema wird durch dynamische Verläufe und Umspielungen variiert. Das Ganze lässt sich so interpretieren, dass die vierte Variation ein Porträt des Mädchens ist, da diese in G-Dur geschrieben ist. Der finale G-Dur-Dreiklang in der fünften Variation lässt sich außerdem als Erlösung interpretieren. Schuberts Krankheit beeinflusste diese Umdeutung des Todes ins Positive. Wir sind nun am Ende unserer Analyse angekommen. Musik ist aber nicht nur eine Sache des Verstandes, sondern zuallererst eine Sache des Gefühls und der Seele. Mit diesem Hinweis lassen wir euch nun allein.